Jo Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier draußen in der freien Natur und da sollte ich mich lieber nicht waschen, sonst bin ich noch schmutziger wie sonst. So Leute, kleines Video, ich wollte eigentlich gerade ein FAQ-Video machen da oben, aber ich bin zu krass in der Natur und ich habe keinen Empfang hier draußen. Das habe ich nicht bedacht bei dem FAQ-Video und aus diesem Grund werde ich jetzt wieder zurücklaufen hier. Bam, Digga. Und wollte aber mit euch mal kurz reden, denn es ist immer noch ein sehr interessantes Thema auf meinem Kanal und es kommt immer wieder in einem Livestream zu der Frage, wann kommt KW? Wann kommt Roleplay? Wann spielst du wieder auf KW? Wann spielst du wieder auf Klärwerk? Also, ist ja KW. Aber die Frage ist immer wieder, wann kommt wieder ein KW-Video? Und jeder, der mich so ein bisschen verfolgt hat mit dem KW, die Stars, Leute, mit dem Roleplay, ich habe da mega Spaß dran. Also wirklich, no joke. Ich habe da so heftigen Spaß dran. Ich habe das ja in der ersten Woche, wo das rauskam, KW, habe ich das, Dicker. Ey, ihr glaubt's gar nicht, ich habe das tot gesuchtet. Ich bin vom Arbeiten um 18 Uhr nach Hause gekommen und ja, gefühlt 18 Uhr war der Livestream online bis 11 Uhr. Und das war halt die Zeit, da hat der Standardskill das noch nicht gemacht. Und das Thema war, da hatte ich dann mega viele Zuschauer und so. Und dann hat auf einmal so Philipp gespielt. Und das ist ja nicht schlimm oder so, aber ich habe halt natürlich gemerkt, meine ganzen Zuschauer, bam, in den Keller gesunken. Und du hast einfach gemerkt, dass fast keiner mehr dann bei mir zugeschaut hat. Das war schon so ein bisschen Motivationskiller, sag ich mal, aber Roleplay war immer geil. Aber nach einer Woche intensives Roleplay habe ich einfach mein ganzes Leben vernachlässigt, Leute. Ich bin vom Arbeiten nach Hause direkt in das Roleplay und, Digga, ich konnte das nicht mehr. Das war einfach heftig. Und dann kam der Streit ja zwischen Skurrows, Standardskill ein bisschen halt, mit KW. Und ihr glaubt gar nicht, Leute. Also erstmal zu Standardskill, der hat seine ganzen KW-Videos gelöscht. Mega heftig, Respekt an dich, Digga, Philipp. Philipp ist eh bester Mann, Glückwunsch noch zu deinen Millionen. Du Millionär, du, Digga. Nee, ich muss sagen, Standardskill mag ich mega, mega doll, weil der war so in meiner schweren Zeit, wo ich meine Freundin verloren habe, also Schluss war. War eher sozusagen bei Friday. Jeder kennt noch die Zeit, wo ich mit Standardskill so viel Friday gestreamt habe. Das war mega die geile Zeit. Aber da waren mir die Abos scheißegal. Ich habe da zwar heftig Abos gemacht, aber einfach, war für mich eine persönliche Ablenkung und das war mega geil. Also Props an dich, Standardskill, auch wenn du nichts davon wusstest, weil ich bin immer ein Mensch, Leute. Ich schluck meine Probleme immer runter und spreche halt nicht darüber, weil ich finde, es geht halt sowas kein anderen was an. Deswegen hat eigentlich auch keiner gemerkt, dass ich überhaupt Single dann war. Nur, dass ich halt unnormal Zeit hatte. Aber das ist auch gar nicht das Thema, Leute. Also Props hier an Standardskill. Aber Standardskill spielt ja auch nicht mehr auf KW. Und das ganze KW-Team so ist ja voll geschossen gegen Skurrows und Standardskill. Obwohl die, das muss man einfach sagen, Leute, die haben eigentlich KW berühmt gemacht. Also klar, Skurrows und so, der war schon vorher, Ranzratte und so, der spielt ja auch RP. Falls jemand den nicht kennt, von dem ist, glaube ich, KW. Aber trotzdem muss man einfach sagen, es war immer so, dass Philipp und Skurrows Bilal die Community groß gemacht hat. Und die will man jetzt, Leute, das müsst ihr euch mal vorstellen. Und zu dem Thema ist er ein bisschen ruhiger geworden zum Glück. Und ich dachte, okay, ich habe schon seit 2 Monaten kein KW gespielt, alles easy so. Keine Ahnung, ob ich es nochmal spiele. Wusste ich halt eben nicht. Aber dann war ich 3 Uhr nachts mal auf dem Teamspeak bei mir halt ganz normal gechillt, so mit Leuten und so. So wie ich es halt immer mache, Leute. Ich chill immer auf dem TS. Könnt ihr gerne mal beitreten und mit uns quatschen. Da ist auch immer iCrimex und Standardskill drin. Und ja, das Thema war aber, Leute, dass mitten in der Nacht dann eine E-Mail kam von KW. Okay, dachte ich mir, irgendwas halt. Und dann stand da so dran, es gab ein Problem, irgendein Konflikt besteht und ich soll mich doch 24 Stunden im Support melden. Digga, ich habe 2 Monate kein KW gespielt, was kann das sein? Und was habe ich gemacht, Leute? Ich bin direkt in den KW-Server reingegangen, also TS, und wollte das halt klären. Da war auch der Typ, dieser Admin, der war auch online
Und ich bin einfach reingejoint und wollte mit dem reden. Und der meinte dann zu mir richtig frech so, ja, er ist jetzt nicht im Support und ich soll mich doch morgen melden. Ich sag, Digga, sag doch kurz, was los ist. Also, wenn das irgendwas zwischen mir und Standardskill ist und ihr deswegen mich jetzt irgendwie rausekeln wollt, sagt mir das einfach, Digga, was? Ich habe seit 2 Monaten kein KW gespielt. Mir wäre es einfach egal gewesen, so. Und nee, er wollte es mir eben nicht sagen und hat mich am Ende dann sogar vom TS gebannt. Mega asoziale Aktion hier, Leute. Und da hat man einfach schon gesehen, okay, sie wollen mich so ein bisschen wegekeln. So Leute, und dann bin ich halt eben in den TS gegangen von denen und wollte das einfach klären. Und am Ende hat man dann halt gemerkt, Digga, der hat schon so ein richtig ekelhaftes Grinsen einfach gehabt, Leute. Kennt ihr das so ein bisschen, wenn einer, so sag ich mal, einen rausekeln möchte? Weil ich habe dann extra angesprochen, hey, ist das irgendwas mit Standardskill, weil ich Kumpel von Standardskill bin. Und dann hast du so richtig rausgehört, Leute, so ein richtiges, nee, ich bin jetzt nicht in Support, komm morgen wieder, du kleiner, komm morgen wieder. Alter, weißt du, das ist einfach, Leute, sowas ist mega, mega peinlich für so einen großen Server und ich finde es halt wirklich einfach peinlich, weil Standardskill und Skurros haben die einfach groß gemacht. Und dann, ja, schlägt man den so ins Kreuz, das ist ein dicker 31er, Leute, wirklich. Ich will hier keine Hetzkampagne oder sowas starten. Ich will auch mit KW einfach gar nichts mehr zu tun wissen, so, und zu tun haben. Deswegen wird auf meinem Kanal nie wieder KW kommen. KW, nicht Roleplay, Leute, ganz wichtig. Es gibt ja noch dieses Ryzen. Ja, moin. Onfleek. Ich weiß nicht, ob ihr mich überhaupt noch versteht. Ja. Digga, was ist das jetzt für Wind hier am Start? Was ist hier los, Leute? Kein Wunder, ich bin ja auch mitten in der Natur, Digga. So, also nochmal kurz, Leute. Auf meinem Kanal wird es keine RP mehr in KW geben. Ich werde mich da auch nie wieder anmelden oder sowas, irgendwelche Updates machen. Für mich ist das Thema gegessen. Ich fand es nur eine peinliche Situation, dass sie mir jetzt irgendwie Fehler einschleisen wollen, wirklich meine RP-Videos anscheinend durchgeguckt haben, um da irgendeinen alten Konflikt nochmal hochzuziehen und das als Banngrund zu nehmen. Das finde ich halt wirklich einfach nur peinlich von denen. So Leute, ja, ich kann mir halt... Ich kann Philipp da auch verstehen, dass er da die Videos runtergenommen hat. Einfach, ich nicht einmal denke ich, weil wegen Angst, wegen Striken oder so, weil du hast keine Möglichkeit zu striken, weil du hast von KW eine Streamer-Lizenz bekommen. Du hast eine Lizenz bekommen, dass du live damit streamen darfst. Deswegen, da können die auf jeden Fall mal nicht ihn. Aber ich denke mal, er wollte einfach keine Aufmerksamkeit mehr für KW haben auf seinem Kanal. Und das finde ich super. Also, da sieht man einfach Philipp. Starker Mann, kann man auf jeden Fall vertrauen. Ich würde sagen, Leute, das war's auch mit dem Video. Lasst gerne mal ein Like da, wenn ich mal wirklich wieder RP machen soll. Aber dann halt auf jeden Fall auf meinem eigenen, anderen Server. Denn, nee, KW, Digga. No joke, aber das ist einfach mich jetzt zu bannen wollen, Digga. Nur weil ich befreundet bin mit Standardskill. Ja, moin, Digga. Das ist einfach nur krank. Ja, man dürfte hier nicht auf offenem Feld ein Video machen. Okay, Leute, haut rein. Haut rein, Leute, haut rein. Tschö mit Ö. Tschö mit Ö, Digga. Lass ein Like da.